gegen Justin. Okay, und wir sehen einen neuen Charakter von Dongong, und zwar Toon Link. Einen, der vielleicht von der Geschwindigkeit ein bisschen besser mithalten kann mit Fox, den wir hier standardmäßig natürlich erwarten können inzwischen von Justin. Hat angefangen mit, ich weiß nicht, Ken, glaube ich. Kann mich an Ken erinnern. Dann über... Welcher Charakter war das? Sephiroth, auf jeden Fall. Wo er auch schon Top 7, Top 5 gekommen ist. Und jetzt der Fox. Definitiv ein Charakter, der gute Basics einfach erfordert. Und dann einfach seinen Flowchart abläuft. Was man jetzt zum Beispiel erwarten kann, wäre an der Edge eine Back Air, ansonsten einfach einen näheren Up-Smash oder einen Raw-Up-Smash. Oder ihn, den Charakter einfach in die Luft bringen und dann eine Up-Air. Okay, interessant. Und da ist die Up-Air, okay. Lead noch nicht allzu groß. Toon Link ein Charakter, der definitiv Damage machen kann, während er sicher ist. Also einfach mit Bomben, mit Sidebeast. Aber natürlich, wenn diese Bomben und Sidebeast nicht treffen, könnte es schwierig werden, weil Fox ein Rushdown-Charakter ist. Oh, der Laser hinterher, ganz wichtig für den optimisierten Damage. Oh, okay. Und das sieht hier schon fast nach dem zweiten Stock aus. Okay. Oh. Dongdong nimmt ein bisschen Abstand, aber die Up-Air erreicht wieder. Ist nicht allzu sicher, auf Plattform zu stehen gegen Fox. Okay, schön. Okay, also Dongdong schafft es noch, den Stock zu holen. Und jetzt geht wieder los mit Damage machen für beide. Allerdings Justin mit diesem Prozess fast schon fertig. Und da würde nur noch eine Nair zum Beispiel reichen. Oh, oder ein Raw Up Smash, um hier das Game zu holen. Es steht 1:0 für Justin. Dann gucken wir doch direkt mal nach, wie es im Bracket grundsätzlich aussieht da. Das ist, glaube ich, Pool, was ist das, Pool 3, 4? Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Justin einfach Seed 2 ist oder Seed 1 sogar. Gucken wir mal Pool 3. Okay, wir sehen jetzt auf jeden Fall den Ryo und den Ken. Ach, cool. Guck mal, da sehen wir den Oldschool Main von Justin und von Dongdong. Ryo gegen Ken, Street Fighter Matchup. So wollen wir das haben. So. Okay, einmal taunten. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier sehen für Kombos. Ja, mit der Mario Bros. Musik. Hätten sich einfach die Street Fighter Stage nehmen können oder Street Fighter Musik. Aber wir nehmen einfach, ja, weiß ich nicht. Mario Brothers, New Mario Brothers 3D oder was auch immer. Ja, also bisher sieht es für Justin so aus, dass er Zweiter wird in diesem Bracket. Hat gegen SDN verloren, der bisher natürlich noch kein Game gedroppt hat. Oh, okay. Aber wir sehen auch gerade, dass Dongdong vorne ist. Das habe ich jetzt so noch gar nicht realisiert. Zumindest vorne war. Ja, die Mucke. Wild. So, was sehen wir hier? So langsam holt Justin auf. Man sieht auch so Bruchteile auf jeden Fall von den alten Kombos. Aber so optimisiert, optimal ist das eben noch nicht. Optimiert, nicht optimisiert. So, okay. Und direkter Revenge Kill. Es bleibt knapp in diesem Matchup. Okay,
Okay. Ja, doch, das war nice. Und er versucht es wieder mit der gleichen Kombo, also diesen F-Smash. Okay, oder den Shoryuken. Das ist 2-0 für Justin. Das Game ging nicht lang.